Bitch. Hier haben wir Somalia und Kenia und wir befinden uns in Ostafrika. Einen wunderschönen guten Tag. Die Frage von heute lautete, ist Dirk Niebel das größte Arschloch? Er befindet sich nämlich gerade jetzt in Ostafrika und einige Zuschauer haben sich sicher bei der Frage beim letzten Mal gedacht, dreht er jetzt durch? In Anbetracht der Tatsache, dass Millionen Menschen da hungern, ist er so wütend, dass er jetzt mit Schimpfwörtern um sich schmeißt. Dem ist natürlich nicht so. Und ich finde, Dirk Niebel hat es verdient, dass man sich tiefgründiger und grundlegender mit seiner Person beschäftigt. Und daher wollte ich nicht als Schimpfwort, sondern im wortwörtlichen Sinne, nämlich auch medizinisch und wissenschaftlich erörtern, ob Dirk Niebel ein Arschloch ist. Hier haben wir ihn schon. Schauen wir uns das mal näher an. Hier befindet sich die Mündung von Dirk Niebel. Auch in Fachkreisen Anus genannt. Wird euch bekannt sein. Der Anus funktioniert mit zwei sehr wichtigen Ringmuskeln. Der eine Ringmuskel funktioniert und agiert willkürlich und der andere unwillkürlich. Je nachdem, unter welchem Einfluss die Entleerung stattfindet. Gleich hier ist auch der 2 bis 4 cm lange Analkanal und gleich dahinter der Übergang zum Rektum. Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Ich habe hier auch einen Tipp bekommen von einem Kollegen von Dirk. Denn hier im Rektum, hinten, wird es auch leichter. Da ist nämlich die Rektumschleimhaut und die Analschleimhaut. Und schon kommt man zu der entscheidenden Entleerungsmasse, die immer aus Dirk Niebels Mund strömt. Tatsächlich. Für diejenigen, die jetzt sagen, Mann, ist das eklig, natürlich haben wir jetzt eine Vorführmasse genommen. Und unter dieser Masse und unter dem Einfluss der Hersteller dieser Masse steht Dirk Niebel auch hin und wieder. Ich habe hier einfach mal Mövenpick-Marmelade als Vorführeffekt genommen. Ja, da frage ich mich immer jedes Mal, was denkt der Mann sich dabei, wenn er da so mit uns redet? Und ungefähr so schaut das dann aus. Das ist das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und nicht das Weltsozialamt. Ja, er ist jetzt in Ostafrika und kann jetzt den hungernden Kindern mitten ins Gesicht schauen. Und wie wir wissen, hat er ein wunderbares Sprichwortrepertoire, sogar auch aus Ostafrika, ein bekanntes Zitat aus seinem Mund. Und das kann er den hungernden Kindern sagen. Wenn es Hirse regnet, sollt ihr Schüsseln haben. Ja, wir stellen fest, tatsächlich, vielleicht nicht das Größte, aber eines der großen Arschlöcher ist Dirk Niebel auch jetzt medizinisch festgestellt. Was soll ich da noch sagen? Ich grüße meine 2120 Abonnenten und gebe die Empfehlung weiter, sich mal den Kollegen Excessis anzugucken. Der gibt nämlich tolle Tipps, wie man zu einem erfolgreichen YouTube-Star wird. Und wenn wir schon diese Themenreihe haben, darf einer nicht fehlen. Daher die Frage beim nächsten Mal, sollte man Waisenkinder abschießen? Bis zum nächsten Mal. Bitch.